Auf die Radeln, Skating los, hieß es beim 12. europaweiten autofreien Tag. Dieses Fest zur sanften Mobilität fand in 50 steirischen Gemeinden statt. Die meisten Aktionen gab es in der Landeshauptstadt. Hier öffneten bereits zum Mittag die verschiedenen Stationen zum autofreien Tag, um den Besuchern die mehr oder weniger sanften Wege zur Mobilität näher zu führen. Rund 1000 sportlich Begeisterte nahmen am autofreien Tag 2011 in Graz teil. Ein wahrer Grund für die Veranstalter, stolz zu sein. Ich denke, es ist vor allem für alle, die teilnehmen, ein Grund, stolz zu sein, weil sie Teil einer Bewegung sind, die in Graz stattfindet, nämlich die Bewegung hin zur sanften Mobilität. Im Zuge einer jährlichen Umfrage hat Graz heuer wieder die Auszeichnung zur Fahrradhauptstadt Österreichs zurückgewonnen. Dies beweist eindeutig, wie wohl sich die Grazer Radfahrer in der Landeshauptstadt fühlen. Der Titel kommt ja vor allem deswegen zustande, weil die Menschen gefragt werden, wie sehr sie sich als Radfahrer in einer Stadt willkommen fühlen oder unterstützt fühlen. Und das ist deswegen eine sehr gute Rückmeldung, wenn die Leute sagen, in Graz fühlen wir uns am besten aufgehoben, wenn wir mit dem Rad unterwegs sind. Sehr beliebt erweist sich auch jedes Jahr die Tour de Graz. Eine Stadtrunde für geübte Radfahrer und Skaterinnen. Mit dem Start am Hauptplatz führt die 25 Kilometer lange Strecke auf autofreien Straßen quer durch Graz. Mit einem ganz besonderen Highlight. Das große Highlight der Tour ist sicher die Fahrt auf der Autobahn. Wir fahren von Liebenau auf den Zubringer bis nach Raba. Und das ist natürlich für alle, für die Skater wie für die Radfahrer, ein Höhepunkt. Man hat einmal eine Autobahn und kann dort wirklich Gas geben. Das soll man auch machen. Die Vorbereitung zu dieser Veranstaltung dauerte mehrere Monate. Viel Aufwand für einen Tag. Ich denke, es ist ein guter Tag, um Bewusstsein zu bilden und aufmerksam zu machen, einfach die Mobilität, die eigene Mobilität zu hinterfragen und zu überlegen, wie man auch sich anders bewegen kann als mit dem Auto. Und wenn Sie hier schauen, bei den Gelegenheiten, die sich hier bieten, gibt es auch genug Dinge, wo man versuchen kann, spielerisch sich auf den Weg oder auf die Reise zu machen. Es kommen immer wieder kleine Hopperlas dazwischen, eine dort und da eine Baustelle. Das heißt, man ist bis zum Schluss auf Draht, sage ich einmal. Durch die Unterstützung von Partnern ist es gelungen, rund um das Fest zur sanften Mobilität die Gäste mit einem umfangreichen Rahmenprogramm zu unterhalten. Und zwar noch bis in die Abendstunden hinein. Die Holding Graz ist unter anderem ja auch der größte Mobilitätsdienstleister im Süden Österreichs. Und daher ist es für uns selbstverständlich, so eine tolle Initiative wie den europaweiten autofreien Tag zu unterstützen. Ziel von bewusstseinsbildenden Aktivitäten wie dieser ist es, Lust auf eine autofreie und somit umweltfreundliche Fortbewegung im Alltag zu machen.